Grüß Gott allerseits. So, jetzt. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis die Katja dabei ist. So. Voilà. Guten Abend. Wie geht's euch? Heute geht's wirklich wieder mal ans Eingemachte. Ist alles gut so. Also, ich bin gleich soweit. Voilà. Die Frau Turner hat die Hand erhoben. Gut. Haben wir sie befördert? Du Diskussion. Teilnehmer. Jetzt. Voilà. Audio ein. Hörst du mich, Diana? Ich höre dich. Hi. Wieso siehst du mich nicht? Ich sehe hier das graue, durchgestrichene. Hast du das Video an? Wo ist Weil er? das ist. Ja, wieso habe ich jetzt hier kein Video? Was soll das denn hier? Sag mal, bin ich jetzt. Was? 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 Wo steht denn hier Video? Ach Gott, was Die ist das? Kamera. Ja, aber da ist Hast du nur. Sag einmal, also. Okay, wie komme ich jetzt wieder? Ach, Scheiße, da steht nichts. Das ist ein völlig anderes Programm, als ich sonst habe. Also. Echt? Ja, es ist keine Kamera. Warte mal, Moment mal, Zoom, da oben. Zoom-Meeting. Zoom, Zoom, Zoom. Warte mal, was steht da oben? Einstellungen, Einstellungen. Gott, das ist ja zu doof. Moment, Entschuldigung. Nein, alles in keinem Einstellungen, Stress. Audio, Video. Jetzt. Aber wieso macht er das nicht automatisch? Ist ja wirklich beknackt. Okay, warte mal, du siehst mich aber immer noch nicht, gell? FaceTime-Kamera anzeigen. Es müsste doch eigentlich jetzt gehen, aber ich bin. Ich Nein, ich glaube, bin dran. Warte mal, Einstellungen. Ich hatte es jetzt gerade mit Video. Video. okay, hey du, wir sind. Einstellungen. Ja, integriert habe ich doch. Den Teil. Mein Video ausschalten beim Beitrag Teilnehmer. Ah, bei Verbergen. Wieso war das denn jetzt an? Also, du siehst mich aber immer noch nicht, gell? Nein, aber du hast eine Meldung bekommen, wollen Sie sich verbergen, oder? Nein, nein, eben nicht. Entschuldigung, Diana, also ich weiß Du, auch nicht. kein Stress, kein Stress, Warte kein mal, ich glaube, Stress. ich gehe raus und gehe wieder rein. Gut. Ja, okay? Hast du den Link bekommen, gell? Ja, genau, dann gehe ich noch mal rein. Okay. Gut. So. Tja, passt gerade zu dem aktuellen Zeitgeschehen. Ja, das ist ein schöner Hintergrund. Das ist ein tolles Bild. Das ist, glaube ich, irgendwie 5 Meter breit. Buenas tardes. Ach, guten Abend, liebe Andrea. So. Guten Abend nach Regensburg. Da poppt beim Antippen die Kamera eine Art Sprechblase auf, die anzuklicken ist. Aha. Tja, öfter mal was Neues. Wieso sehe ich die Namen? Tja, Ursula, das wird wahrscheinlich sein, weil wir. Du siehst die Namen nicht. Aha, das ändert natürlich alles. Evelyn, ganz erlebbar, entspannter Gruß ins Thurgau. Manuele, hi, liebe Grüße nach Wien. Ich hatte heute Besuch aus Wien hier und jetzt zwei aus Tirol, also einer aus Tirol, anderer aus Rosenheim. Ihr seht, wir sind voll beschäftigt mit unserem Ereignis. Also es ist ein Dachli-übergreifendes Projekt, ich sag's euch. So, aus Franken der Hartmut, hi. Dann die Steffi, guten Abend, Sabine, hi. Ihr merkt, ich räume das Feld von hinten auf.
der Kevin, die Monika, der Stefan, hi. So, nochmal der Stefan. So, da, liebe Grüße nach Aachen. So, jetzt warten wir mal, da nochmal jemand die Hand gehoben hat. Ja, also es ist manchmal ist es, oh, da, Katja, nochmal. Also Katja, ich habe jetzt weder Ton noch Bild. Okay, jetzt hörst du mich, richtig? Ich höre dich. Ja, genau, aber warum siehst du mich nicht? Das ist doch wirklich absurd. Video starten. Oh, Jesus Gott, was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Also Diana, es ist echt verrückt. Okay. Also weißt du, was ich das Gefühl habe? Du warst heute shoppen und du wolltest uns auf die Folter spannen mit deinem schönen Dress. Also mit dem E-Mail konnte ich wahrscheinlich nicht öffnen, weil ich mehrere, ich habe ja Google-Konten, die gelöscht sind und es hat vielleicht mit einem Google geöffnet, das gelöscht ist. So. Das war wahrscheinlich das. Aber warum ich jetzt keine Kamera hatte. Also ich begrüße euch. Es ist schön, hier zu sein. Diana, du bist vor den Bergen und ich bin vom Grün. Okay, passt doch, oder? Das passt wunderbar. Farblich assortiert. Genau. Hörst du mich gut? Es ist schon 19.36 Uhr. Du? 6 Minuten zu spät für einen Steinbock. Das geht gar nicht. Jetzt habe ich gedacht, 6 Minuten zu spät für einen steilen Einstieg. Also, den Einstieg, den haben wir trotzdem. Katja, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Ich bin ja so froh, dass es dich überhaupt gibt in den letzten Zeit. Einmal mehr. Ich bin auch also, froh. Sind wir die Einzigen, die diese Zeiten durchleben? Sag's mir. Nein, jeder erlebt es auf seine Art, aber eine Story ist mehr crazy als die andere. Und als du mich fragtest, wie soll unser Titel sein, da war mir klar, okay, das Leben ruft und wir antworten. Das ist der Punkt im Moment. Und darüber habe ich auch mit Michael heute geredet. Wenn das Leben führt dich, das Leben ruft, dreht seine Windungen und wir können nur uns führen lassen und antworten. Was anderes können wir eh nicht. Ne? Auch wenn der Ruf noch so seltsam ist. Und wenn es manchmal hin und her geht, gell? Ja. So in Meandern. Mhm. Ja. Ja. Na gut, das war ja deine Woche. Also Katja, ich habe ja vorhin eben mit dem... Kein Ton? Was war das? Irgendjemand schrieb kein Ton? Also hören ich höre uns alle. Wunderbar. Ton ist super, okay, gut, also. Gut, also, oh, was? Also ich habe ja vorhin mit dem Ricardo gesprochen, gell? Und ich habe ihm gesagt, du, ich erzähle dir die ganze Geschichte jetzt nicht nochmal, weil es ist einfach so absurd. Ich glaube, wenn ich da ein Buch drüber schreiben würde oder wenn es einen Film darüber gäbe, würden alle sagen, das ist ja total beknackt, das kann ja so gar nicht sein. Aber ich hatte ja wirklich diesen Chur-Moment diese Woche, wo ich gedacht habe, also schlimmer geht's nimmer. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ich erst ein paar Monde hier auf dieser Erde bin, sondern schon ein Weilchen. Aber es ist ja, die Zeit ist ja unglaublich. Wie kommen wir durch diese Geschichte durch? Weil es sieht nicht so aus, dass sich das in den nächsten Tagen irgendwie entspannt. Oder was sagst du dazu? Redest du jetzt von deinem Kurmoment? Oder? Ah, nein, den habe ich schon überwunden, aber diesen Kurmoment... Also ich kann dir nur sagen, es gibt ja so eine tolle Frau hier, die hat ja so eine Nummer, die nennt sich Tage wie diese. Du kennst doch die, oder? So ah, rein, das ist die, ja. Flüchtig, oder? Der flüchtige Moment. Ah, da sind wir eigentlich schon beim Thema, der flüchtige Moment. Weil es ist genau das, in Tagen wie diesen, es war nicht immer so. Als wir noch mehr in der Peripherie waren und uns dem glühenden Ball in der Mitte nur genähert haben, das habe ich auch mit dem Frank Köstler da besprochen. Da kannst du noch scherzen und flapsig und dir Fehler leisten und mal hier und mal da und irgendwie rummachen, du weißt schon, was ich meine, und dich ablenken. Aber je näher du ins Zentrum kommst, je näher du ins Eingemachte kommst,
umso weniger geht das. Du kannst dich dem nur noch voll und ganz hingeben und damit rechnen, dass dein Plan nur so lange hält, wie sagt der Marc immer so schön, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt und im Krieg hält der Plan nur so lange, bis der erste Schuss fällt. Und dann, du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass alles so, wie du es planst, geht, sondern du kannst nur dich dem Fluss des Lebens hingeben und der bringt dich an einem Tag an eine grüne Aue und am nächsten Tag zu Stromschnellen. Und alles, was du tun kannst, ist annehmen, was immer das Leben dir präsentiert und damit umgehen und dann dementsprechend wählen, wie du den nächsten Schritt setzt. Das war übrigens die Sendung, die ich heute mit Michael gemacht habe, der nächste Schritt. Also immer nur aus dem Jetzt heraus der nächste Schritt. Und wer natürlich vollkommen gearscht ist, wenn ich das Wort jetzt mal hier sagen darf, ich liebe es ja manchmal so. Genau, so ein Wort. Genau. Wer dann natürlich vollkommen gearscht ist, das sind die, die irgendwelche fixen Pläne machen. Also wenn du natürlich jetzt vollkommen im Plan hattest, da ist Kur und da reserviere ich, da habe ich mein Hotel und Ding und alles ganz in Stein gegossen. Ja, und dann bist du echt, dann bist du irgendwie auf dem Fliegenfänger, wie die Turner sagen würde, ne? Dann bist du auf dem Fliegenfänger. Weil wir können nur jeden Tag mit dem gehen, was ist. Und heute ist was anderes als morgen und das habe ich hier, das habe ich im Kleinen wie im Großen, das habe ich mit meinem Garagentor und mit dem Rest der Geschichte und du hast das jetzt auch, ne, abbekommen, dein Fett. Meine Kinder bekommen das Fett jeden Tag ab, also da geht es zur Sache, ich sag's dir, jeden Tag und du kannst nur flexibel damit umgehen und ja, heute ist Wind und morgen ist Regen und übermorgen ist Hagel und das Wetter ist ja dementsprechend ähnlich, ne? Katja, weißt du, was, ich meine, du hast es wieder mal super auf den Punkt gebracht, absolut. Und weißt du, was mir in dieser Zeit jetzt, wo ich wirklich, ich habe dem, ja, ich glaube, ich habe dem Kai und auch dem Ricardo gesagt, ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, 2 Zentimeter vor einem Nervenzusammenbruch und das war ich noch nie in meinem Leben, ganz ehrlich. Aber so, weißt du, so dieses, okay. Da habe ich mich natürlich erinnert, zum einen habe ich mich erinnert an einen Lachanfall in Südfrankreich, aber ich habe mich auch daran erinnert, wenn es richtig krass und arg wird, dann gibt es für mich nur eines, nämlich ins Vertrauen zu kommen. Und das ist der größte Widerspruch in sich, oder? Du gibst ab, du sagst, okay, jetzt gebe ich ab. Jetzt kann die Geschichte nicht noch dämlicher, nicht noch gestörter werden, weil ich mich nicht mehr getraue, irgendjemandem etwas zu sagen, weil ich weiß, 2 Stunden später ist wieder alles komplett anders. Also ich gebe es ab. Katja, ich gebe es ab. Was ist denn jetzt der letzte Stand des Wahnsinns? Hast du deine Leute schon in Kenntnis gesetzt, oder? Der Beste war, Ricardo ruft mich an und sagt, du, aber jetzt steht da, es ist in der Stadthalle. Und ich sage, ja, du, Ricardo, es ist so. Aber wir haben echt gegrinst. Aber weißt du, was der Ricardo auch noch gesagt hat? Also er hat mir dabei gepflichtet. Ich habe gesagt, natürlich war das jetzt ein Riesen hin und her und ich weiß ja, ich will das ja nicht aufbauschen, weil jeder von uns hat jetzt diese Themen und es wird übel. Und eine Bekannte von mir, die hat jetzt, war in den Ferien 2 Wochen und die hat in diesen 2 Wochen 2 Verwandte, nahe Verwandte verloren. Also ich meine, da geht es ja bei mir um ganz andere Dinge. Aber wir haben echt, und das war total schön wieder mal, der Ricardo und ich, und das ist ja seine Qualität. Weißt du, der Ricardo Lepe, der kann, mit dem kann man irgendwie einmal im Monat sprechen, 2 Minuten, und er bringt Dinge auf den Punkt, wo ich einfach sage, ja, boah, genau das tut mir jetzt einfach so gut und bestärkt mich. Und er hat gesagt, weißt du, die nächsten Monate, die nächsten, vielleicht nächsten Jahre, das sieht ja nicht so aus, als ob wir uns sowas, was wir hier in Chur machen, dieses Treffen, dieses Gruppenbewusstsein wirklich uns bewusst zu werden, wieder, wie wichtig das ist und genau in dieser Konstellation zusammen zu sein und dieses auch mal wirklich so darüber lachen und zu spüren, dieser Irrsinn betrifft uns alle. Jeder hat doch jetzt Themen, wo er sich wahrscheinlich oder sie vor einem Jahr noch nicht ausdenken konnte, dass die Sache so abstrus wird. Und jetzt in dieser Zeit wirklich einfach zusammenzukommen und zu spüren, hey, uns geht's allen ähnlich, jedem auf eine andere Art, das ist das, was wir jetzt so brauchen.
Und weißt du, ich habe das vorher schon gewusst. Ich habe immer gesagt, wir treffen uns in Chur. Wir sind die Leute, die jetzt wirklich so eine starke und wichtige Message haben für alle. Die will ich beisammen haben. Und dann hat das ja angefangen. Alle haben zugesagt, alle haben gesagt, jawohl, das ist so wichtig jetzt. Jetzt stehen wir zusammen, jetzt geben wir uns auch das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Das ist ja das, was mich so wirklich auch traurig gemacht hat im letzten Jahr, dass mir viele geschrieben haben, ich habe niemanden zu mich austauschen, ich bin allein und so. Und ich meine, wenn es wirklich arg wird, dann kann ich dich anrufen. Ich weiß, du weißt das Gespräch am Dienstag. Ich sage, Katja, aber ich erzähle, bevor, weißt du, die Leute, die denken, jetzt ist sie irgendwie nicht mehr ganz bei Trost, aber ich erzähle euch einfach die Geschichte, was sich innerhalb der letzten Tage ereignet hat. Es ist ja so, dass wir in Chur hier, im schönen Graubünden, findet der Gunnar auch, der schönste Kanton der Schweiz, Hauptstadt, haben wir ja letztes Jahr schon dieses Treffen machen wollen. Und zwar war das ja, als wir uns im Aargau trafen, weißt du noch, das war Ja, Ende natürlich, Juli. ja. Ich weiß. Und ich mag mich noch so erinnern, dass wir zusammen saßen und gesagt haben, ja, dieser Witz da mit diesen Masken, das durchschauen die Leute, das geht ja nicht lange, das kann ja nicht sein, oder? Und jetzt wissen wir auch, wo wir jetzt ein Jahr später stehen. Und ich habe damals gewusst, ich möchte das gern wirklich eben hier machen und Menschen, die jetzt wirklich eine wichtige Mitteilung haben, dass die zusammenkommen. Und dann war das ja geplant für den 31. Oktober, 1. November letztes Jahr. Und 3 Tage vorher hat ja der Bundesrat entschieden, es gibt keine Veranstaltung mehr. Und da die Situation sich natürlich weiter verschärft hat und die Menschen halt auch immer verzweifelter wurden, haben wir dann ja im Februar angefangen, zum einen da die 6 Tage zu machen, einfach, dass wir uns hier treffen über Zoom. Dann haben wir die 21 Tage gemacht mit den Workshops, jeden einzelnen Tag 21 Tage lang. Und dann im März weitergemacht, bis heute, immer am Montag und am Donnerstag, jetzt seit Juni. Und dann hieß es, irgendwann Anfang Juni hieß es, es sieht so aus, dass wir bald wieder Veranstaltungen machen können. Und dann haben wir uns natürlich voll ins Zeug gelegt, als Ende Juni dann wirklich definitiv war. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir es machen. Wir müssen es jetzt im Sommer machen. Das habe ich schon gespürt. Und vor allem halt mit den Menschen, die wirklich jetzt halt wichtig sind, die eine Stimme haben, die auch eben dazu die Notwendigkeit sehen, wirklich halt dieses Gruppenbewusstsein zu fördern. Und wir hatten da eben in der Stadthalle Chur, haben wir da alles eingereicht und wir haben, also wirklich zu dritt haben wir echt uns ein Bein ausgerissen, jeder für sich. Also wir haben gearbeitet, Wochen, Monate lang dafür. Und wir hatten alles eingereicht, nur fehlte eine einzige Bewilligung und es hieß immer, das sei eine Formsache, die sei eh alles klar. Und wir haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und dann habe ich am Wochenende habe ich gesagt, so, das geht jetzt einfach nicht. Wenn das nur eine Formsache ist, dann müssen wir das haben, weil ich kann ja nicht irgendwelche Tickets verkaufen, wenn das nicht klar ist. Und dann habe ich am Freitag habe ich nochmal geschrieben, ich habe nochmal angerufen, nichts gehört. Und dann habe ich mich am Wochenende entschieden, okay, wenn ich am Montag um 12 Uhr diese Bewilligung nicht habe, dann muss ich mich nach einer Alternative umschauen, weil ich will das jetzt machen, ich muss es machen, ich habe es gewusst. Okay, gut, Montagmorgen, keine Bewilligung, dann um 12 eben noch keine Bewilligung. Und dann war ich unterwegs an diesem Morgen und treffe da jemanden, einen Hotelier, und frage ihn so, du sag mal, weißt du irgendwo ein Hotel, was man mieten kann? Dann sagt er, ja, kenne ich. Und ich so, oh wow. Hab die angeschrieben, dann angerufen und die haben gesagt, ja, sie würden das vermieten. Ich da sofort hingefahren, gell? War ein super Ort, wirklich total schön. Und dann habe ich gesagt, hören Sie, wir brauchen einfach schnell eine Bestätigung, weil ich muss jetzt einfach handeln. Gut, am nächsten Morgen, am Dienstag, kam dann auch die Bestätigung. Ich habe das abgeklärt. Sie dürfen das ganze Hotel mit allem drum und dran mieten.
für diese Veranstaltung. Gut. Ich da alles umgeändert, gell? Alle informiert und gesagt, hey, schaut, es ist jetzt da und da, Videos verschickt und gemacht und getan. Dann um 11:30 ruft mich jemand an vom Kanton und sagt, Sie, Frau Hemi, ich will Ihnen mitteilen, Sie haben die Bewilligung. Und er hat das so mitgeteilt, als ob ich im Lotto gewonnen hätte. Und ich so, aha. Okay, danke. Und dann sagt sie, ja, wir schicken Ihnen das noch eingeschrieben, dass Sie das haben, aber ich wollte es Ihnen sagen. Und ich so, okay, vielen Dank, abgehängt. Und ich dachte, ja, also, was soll jetzt das? Also genau 2-3 Stunden später. Gut, dann haben wir ja noch telefoniert und dann am Nachmittag um 3:45. Nur ganz kurz, Diana, weil da haben wir telefoniert und dann habe ich zu dir gesagt, es muss jetzt so sein, dass du 2 Möglichkeiten hast, damit du das eine mit dem anderen vergleichen kannst und schauen kannst, damit du die freie Wahl hast. Das musste so sein, auch wenn es nur für ein paar Stunden war. Ja, genau. Genau. Und ich war total, also ich weiß ja, gell, das habe ich noch wirklich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehabt. Ich war so froh über dieses Telefonat. Ich war danach total entspannt und so, gell. Und ich da, ja, also jetzt, das ist jetzt spät, jetzt habe ich mich entschieden und jetzt habe ich alles schon aufgegleist und fertig, gell. Dann, 3:45, das Telefon läutet, ruft mich die Dame an und sagt sie, es tut mir leid, ich kann Ihnen das Hotel nicht vermieten. Das stand jetzt 2 Jahre leer und da hat es einen technischen Schaden, ich habe das auch nicht gewusst. Und ich habe jetzt mit dem Verwaltungsrat gesprochen es ist zu gefährlich, wir dürfen das nicht machen, weil es kann sein, dass da ein Schaden entsteht. Sie hat selber auch nicht gewusst, dass da dieses technische Problem entsteht. Da habe ich gedacht, okay, also wirklich. Und habe dann gesagt, gut, ich entscheide mich jetzt, wir machen es sowieso, wir machen es jetzt einfach kleiner, aber wir sind jetzt in der Stadthalle Chur und wir machen das jetzt. Ich weiß nicht, was mir das Leben damit sagen will, aber auf jeden Fall stärkt es meinen Willen, das wirklich durchzuziehen. Und ich merke auch an der Reaktion von den Menschen, dass es einfach extrem wichtig ist und etwas extrem Schönes ist daraus entstanden. Nämlich findet der Dominik übrigens eine granatengute Idee, hat er mir gesagt, dieses Tage wie diese on Tour. Dass wir durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein fahren, den Plan, also der Kai, wir machen als erster Ort machen wir Berlin und dass wir ganz klar alles auch streamen von unserer Veranstaltung, weil das einfach jetzt die Menschen brauchen. Die Menschen brauchen das jetzt, das zu wissen, sie gehören alle, wir gehören alle zusammen. Ich habe das mitgekriegt, dass du, ich glaube, mit dem Tobias, gell, hast du das, da habe ich das schon mitgekriegt mit dem On Tour. Aber jetzt sag mir nur mal, ich weiß ja nicht, ob du das vorher schon mitgeteilt hast, aber was ist, also der letzte Stand ist jetzt, es ist wie ursprünglich geplant in der Stadthalle, aber es ist jetzt eine abgespeckte Variante, ne, richtig? Dabei bleibt es, oder? Dass du jetzt weniger, ne? Richtig? Es sind weniger. Aber ich habe dadurch auch ganz andere Möglichkeiten jetzt. Also du hast immer noch bei den 1000, richtig? Ja. Und keine Zelte, oder? Weißt du, warum ich das jetzt, weil ich weiß noch, wir haben doch gesprochen und ich habe das ja in Südfrankreich so miterlebt, was das für eine Riesengeschichte ist. Und ich bin eigentlich nicht eine, die sich schnell irgendwie ins Hemd macht oder sonst wo. Also ich habe da schon ein Standing, aber ich weiß noch, dass ich wirklich gedacht habe, boah, das ist eine so irre große Veranstaltung, 5.000 bis 6.000 Leute und dann noch Zelte draußen und es erschien mir so riesig, dass ich gedacht habe, boah, ich wäre überfordert mit der, also erschlagend, na so. Und weißt du noch, wie ich dann zu dir gesagt habe, das Leben stoppt dich und vielleicht stoppt es dich, weil du noch irgendein altes Programm hast, was meinst, du musst es ganz, ganz riesig machen, weil du es kannst, vielleicht weil du es kannst. Aber das Leben hat dich ja gestoppt. Mhm. Und dann hat es dich dazu geführt, dass du kleinere Brötchen backst und sagst, okay, lieber kleiner und flexibler,
weniger, die dann vor Ort sind und dafür aber nachhaltig, wobei man dieses Wort schon gar nicht mehr benutzen darf, weil das ist ja auch so ein gekapertes Wort, aber nachhaltig ist das Einzige, was mir einfällt, im Sinne von, dass man nicht einmalig jetzt irgendwie so ein Flash hat, sondern die, die dort sind, bekommen den Flash, aber die anderen bekommen das en Tour. Das finde ich eine super Geschichte. Also das ist auch wendiger, flexibler, man kann sich besser anpassen. Ich meine, überlege mal von der Anpassung her, wie sehr sich die Menschen da in diesem Flutgebiet, da in den Flutgebieten anpassen müssen. Also das dagegen ist ja deine Story. Ich meine, Entschuldigung, deine Story ist natürlich auch groß. Aber Nein, sie überlege mal, ist, nein, nein, ich will es nicht vergleichen. Nur stell dir mal vor, nein. wenn dein Haus nicht mehr da ist, ich meine, wie flexibel musst du dann sein? Und das sind diese Zeiten, das Leben spricht teilweise arg zu uns. Und irgendwie erinnert es mich auch immer wieder an diese Geschichte mit der Arche Noah und der Titanic. Ich weiß nicht, ob du dieses Video von mir gesehen hast, wo ich die beiden gegenüberstelle. Weil wir wollen ja definitiv nicht auf einer Titanic sein, die zwar luxuriös ist und wo das Orchester spielt, wo wir aber nicht wissen, ob die nicht gleich untergeht, sondern die Britsche, ne, das Hausboot, das Holzboot, ist gut, wenn wir denn alles dabei haben, was archetypisch notwendig ist, ne? Genau. Ja. Also, du sagst wieder mal etwas extrem Wichtiges. Ich wollte das ja in dieser Dimension. Das war ja für mich, es geht ja nicht um Größe. Ich sage immer, eine Blume fragt sich nicht, bin ich groß, bin ich klein, sie ist einfach. Was mich so extrem überwältigt hat, ist die Reaktion zum einen von den Leuten, wirklich so ausgehungert sein nach dem Zusammensein mit Gleichgesinnten. Und das hat mich im letzten Jahr, hat mich das so beelendet. Das hat mich echt so traurig gemacht, dass uns immer so viele Menschen geschrieben haben, hey, ich bin allein mit meiner Meinung. Ich kenne niemanden. Wir hatten gestern einen Anlass hier, habe ich dir ja kurz erzählt. Also das ist so, das haut dir das Blech weg, was da einer der Referenten gesagt hat. Und ich meine, wir standen da bis irgendwie 12:30 in der Nacht draußen und wir haben alle gesagt, hey, wir kratzen am Eisberg ganz oben an der Spitze, weil das, was da alles noch rauskommt, das haut uns alle um. Wir werden diesen Flutmoment haben, wir alle noch vor uns. Und das ist das, was ich eben, mir geht es weniger darum, groß, klein, wie auch immer. Ich merke einfach, und das ist dann natürlich auch wieder die Überleitung zu der genialen Idee von Tobias, weil es einfach ein so großes Bedürfnis ist. Die Menschen wollen jetzt wirklich nochmal spüren, bevor es dann wahrscheinlich im Herbst, Winter wirklich ans Eingemachte geht, dass sie Teil der Menschheitsfamilie sind. Und das ist das, was mich so, das hat mir echt sehr zugesetzt, weil ich einfach das Privileg habe, jeden Tag mit Menschen mich austauschen zu können, eben wie in einer Situation am Dienstag, in so einer absoluten unwirklichen Situation, weiß ich rufe die Katja an, nach einer halben Stunde, es ist alles gut, alles gut, alles gut, alles easy, ich bin um. Zuerst hast du mit mir gesprochen, dann hast du mit dem Domi gesprochen, ich weiß noch, ja. Ja, so geht das seit Tagen, entweder mit dir zuerst oder mit ihm zuerst. Ja, was heißt das denn jetzt pragmatisch, Diana? Weil manche schreiben ja jetzt von wegen, wenn sie ein Ticket haben, lösen sie das Ticket alle jetzt in Kur ein oder lösen das on Tour ein oder ist das je Also, nachdem? es ist so, das wollte ich auch gerade noch sagen. Jetzt ist es so, am 27. bis 29. August findet in Chur die Veranstaltung statt. Sind es jetzt 3 Tage? Ja, also du bist dann da allen 3 Tagen dabei im Fall. Ach, ich dachte immer, es ist nur Samstag, Sonntag. Nein, Ich meine, ich nein. bin eh am Freitag schon da, ne? War ja geplant, ne? Oder am Donnerstag sogar schon. Ja, okay, alles klar. Also, auf jeden Fall ist es so, dass die Tickets, die behalten ihre Gültigkeit. Also, wir sind, nachdem das jetzt alles recht kurzfristig gekommen ist, ihr bekommt alle eine Mail und könnt entscheiden, ob ihr das Ticket verwendet, jetzt diesen für den Anlass Ende August, oder ob ihr das Geld zurückhaben wollt. Da bekommt ihr eine Mail, ihr schickt das und dann werden wir das Geld zurückzahlen. Für die, die jetzt nicht wollen, für die, die dabei sein wollen, entweder jetzt
an der Veranstaltung, am Ereignis oder eben auf unserer Tour. Aber ich möchte einfach für alle, die ein Ticket haben vom letzten Jahr, überlegt euch, ob ihr etwas habt oder ob ihr kommt und dann bekommt ihr morgen oder spät, nein, morgen wahrscheinlich das Mail und dann könnt ihr antworten und dann wird das die Bianca, wird das dann Die haben also so eine Art beantworten. Vorverkaufsrecht. Ja, also das ist sowieso die Leute, die vom letzten Jahr noch das Ticket haben, die können dann auch eben, gibt es ja die gleichen Produkte quasi oder auch für den Stream, das hat sich ja quasi nicht geändert. Wie viel hast du denn da schon verkauft jetzt? Wie viele sind denn da noch frei zugänglich? Wie viel Tickets? Ja. Ja, dadurch, dass wir natürlich erst heute Nachmittag den Link rausgegeben haben und dass der Ricardo, also ich bin halt schon davon überzeugt, dass wenn jetzt du bei dir das promotest und der Ricardo, dann sind die Tickets weg. Vor allem, weil man halt in der Halle übernachten kann für 25 Franken. Ach, immer noch. Ah, okay. Also ich kriege einen Link, den ich dann weitergebe bei mir. Oder Schicke wie? ich dir nachher. Ja, genau. Aha, so sieht das aus. Und man kann auch on Tour das dann einlösen, wenn man sagt, man. Genau. Ja, verstehe. Und man kann auch für einen Tag kommen. Also, jetzt für alle, die jetzt noch Fragen haben, ihr schreibt einfach. Genau. Also Genau. ich weiß nur, dass ich zu dir gesagt habe, es ist kein Zufall, was da passiert ist. Das Leben hat dich gestoppt. Es hat dich gestoppt, die Riesengeschichte zu machen, aus irgendeinem Grund, den wir ja vielleicht noch nicht wissen. Du kennst ja die Geschichten, wo du erst immer im Nachhinein weißt, warum etwas gestoppt ist, ne? Und dann hat es dich aber wieder dahin geführt zu deinem ursprünglichen Plan, aber halt Ja. in einer sehr, sehr kleineren Variante, ne? Also statt 5.000 bis 6.000 ist jetzt die Obergrenze 1.000, ne? Ja, und jetzt das ist eben noch spannend. Also wirklich wichtig, ich hoffe, man kann Tage wie diese.com einfach darauf, Sommer, es ist alles, man sieht es und kann dann auch die Tickets da kaufen. Eben für alle, die übernachten wollen in der Halle, das ist möglich vom Samstag auf Sonntag. Da kann man für 25 Franken dann noch in der Halle übernachten. Das ist wichtig. Also, die Sache ist ja die, mir ging es ja nicht um die Größe, sondern die Intention ist von meiner Seite ja immer die gleiche geblieben. Und dadurch, dass ich jetzt, jetzt ist es wie, sind es wie zwei Dinge. Zum einen ist es so, dass ich sage, okay, wir treffen uns einfach im kleineren Rahmen. Wir haben dadurch aber natürlich noch mehr Möglichkeiten, zu zweit, zu dritt irgendwelche Gespräche zu führen, was sonst eben nicht möglich gewesen wäre, weil es keinen Platz hat. Jetzt haben wir diese Möglichkeit und vor allem haben wir dann wirklich die Möglichkeit, auch rauszugehen zu den Leuten, weil das ist das große Bedürfnis. Ich meine, ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand irgendwie 1200 Kilometer irgendwie zu uns fährt. Aber wenn wir, und ich meine, deshalb ist die Idee, kam so gut an mit allen Referenten, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe. Weißt du, Diana, was das auch ist? Weil jemand schrieb jetzt gerade, wann erscheint die Tourliste? Und ich merke immer mehr bei den Gesprächen, ich habe in letzter Zeit so intensive Videos gemacht, ja, also mit dem Frank Köstler und mit dem Michael und so. Und ich merke immer mehr, es geht nicht mehr auf die, es läuft darauf zu. Dieser C-Virus ist sozusagen als ein Fluch über die Menschheit gekommen, der sich wahrscheinlich im Endeffekt als Segen erweist, auch wenn er nicht so daherkommt, weil er uns alles runterreißt, was wir gewohnt sind, wie diese kommerzielle Welt funktioniert, wie dieses Marketingwelt funktioniert. Und ich glaube, dass das deswegen jetzt gestoppt wurde, weil wenn jemand sagt, wann erscheint die Tourliste, dann ist das, und das ist jetzt kein Vorwurf, also bitte nicht falsch verstehen, sondern das war nur das Stichwort, was mir jetzt gerade gegeben wurde, weil in früheren Zeiten mit der alten Methode, ja, hatte man das dann alles, ne, okay, da ist die Liste und alles und geplant und 5-Jahresplan oder 10-Jahresplan oder Kolchosen oder ich mache jetzt einen Scherz, egal. Nein, aber und so geht es nicht mehr. Nein. Dieser C-Virus zwingt uns dazu, dass wir uns permanent dem Leben anpassen oder wie wir es jetzt hier genannt haben, ne, das Leben ruft oder lenkt oder stoppt auch und wir antworten, wir reagieren. Wir geben uns dem Leben hin, ne? Ja, Demut, genau. Und das heißt, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, Diana, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass
der Weg sich immer nur im, darüber haben wir mit Michael, habe ich mit Michael heute auch gesprochen, immer nur im nächsten Schritt erschließt. Ja, Das heißt, der genau. nächste Schritt ist jetzt für mich Kur. Und Ja. vielleicht hast du ja den, keine Ahnung, vielleicht hast du den übernächsten Schritt schon so im Augenwinkel so ein bisschen eine Ahnung davon, aber du kannst es auf jeden Fall nur haben, wenn es im Feld ist. Du Ja. kannst, wenn es außerhalb des Feldes ist, kannst du es noch nicht haben. Das heißt, du wirst, das ist jetzt einfach eine Prophezeiung von mir oder nein, eine Vermutung von mir. Ich schätze, du wirst deine Tourliste nicht parat haben, weil das jetzt nicht der nächste Schritt ist, sondern es wird sich die jeweils nächste Etappe wird sich dir zeigen, wenn es soweit ist. Das schätze ich, dass es, weil du wirst das wahrscheinlich auf die neue Art machen und nicht auf die alte Art. Es geht nicht, es funktioniert nicht mehr, es klappt nicht mehr. Wir können nicht mehr mit unseren 5-Jahresplänen daherkommen und meinen, ja, professionell und Ding und Marketing und so wie wir es gewohnt sind. Es geht einfach nicht. Und ich glaube, das war so ein Aufrüttler, weil erst einmal war es ja eine wirklich große Stopp, was du da bekommen hast. Ne? So, also als hättest du dir den Kopf angehauen. Ich bin gestern durch eine Tür gelaufen und das war so eine kleine Person und die hat den Rollladen so weit unten gehabt und ich will bei ihr reingehen, so im Gegenlicht und boing, weißt du, hier. Und so kommt mir das vor. Du bist irgendwie da auch dagegen gerannt, als du da gemerkt hast, oh, Scheibenkleister, ne? Das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Da bist du erst einmal irgendwie ja, gestoppt worden auf eine sehr brutale Art. Aber weißt du, Katja, du hast doch, als wir in Südfrankreich waren, und das war übrigens gestern, hey, ich sag dir, bei diesem Treffen, boah, das war echt abgefahren. Also da waren drei Referenten und wir haben dann danach noch ein Gespräch geführt und dann kam einer auf mich zu und ich hab, glaube, ich habe innerhalb einer Minute waren wir beim Thema Katarer, Ja, dieser okay. Mann und ich. Und der hat. Es war so wirklich so dieses, hey, wir kennen uns. Und das war außer Frage. Und du hast doch da in Südfrankreich etwas gesagt. Du hast übrigens da schon das Thema gewusst vom Referat in Chur. Ah ja, stimmt, ja, da lag ich im Bett neben dir. Bitte nichts Falsches denken, ihr lieben Leute. Wir waren nur beschäftigt. Ich erinnere mich, ja, genau. Das ist typisch für mich. Als du Das das kommt immer so in. 20. Mal. Das kommt immer so in einem Moment. Ich habe immer den, du hast gesagt, ich Ja. brauche einen Titel und ich brauche einen Teaser oder wie man das nennt, das Gedöns. Und 2 Minuten später hattest du den Titel und das Gedöns, gell? Genau. Und das ist genau das, du hast gesagt, diese Heldenreise. Und Mhm. jetzt hat sich doch so viel in diesen paar Wochen, wo wir da, seitdem wir in den Ferien waren, und das waren extrem intensive Ferien, hat sich doch wahnsinnig viel getan und trotzdem hat dieses Thema, die Heldenreise, das wird uns noch Jahre begleiten. Das wird doch immer unser ganzes Leben lang ist das ein Thema. Und das finde ich eben so, das ist genau übrigens die Kombination zwischen dieser alten Welt und der neuen. Ich weiß, es gibt genau wie diese Eingebung mit der Heldenreise, wird es wahrscheinlich in Chur. Wird es den Moment geben, wo ich sage, hey Katja, das ist doch das Thema von unserer Tour. Tage wie diese Tour. Und dann planen wir das nicht, sondern wir wissen, es ist im Feld, es ist da. Und dann tingeln wir da nach Salzburg oder ich nach Salzburg und nach Wien übrigens auch, habe ich auch schon abgemacht. Aber Gut. einfach so, es wird sich so ergeben, weil das betrifft uns ja alle. Es ist ja nicht so, dass ich das allein erlebe oder Einzelne hier, sondern es betrifft uns alle und es kommt zur richtigen Zeit, es kommt zum richtigen Zeitpunkt. Du willst eine Zeichnung machen, ich sehe es. Ja, genau, weil ich hatte es gestern mit dem Frank Köstler, weißt du, über die Zeitlinien. Und das ist genau der Punkt. Weil das Alte war, dass wir in dieser linearen Welt, ne, da planen wir etwas und da haben wir ein Ziel, ne, wo wir hinkommen wollen und dann haben wir Etappen, ne, und da gibt es die Tour und die und die und die und so weiter, ne, und so und dann und so ist das alte Lineare. Aber es geht hier nicht um das alte Lineare, sondern es geht darum, dass es sich aus der Mitte heraus entfaltet. Es entfalten sich die Zeitlinien in alle Richtungen und wie beim Baum, wie bei der Baumrinde, also wenn du das jetzt so nimmst, ne? So die Baumrinde, es entfaltet sich, wie die Blüte sich entfaltet. Und so wird das sein. Das heißt nicht, dass man in einer Woche nicht, also ich kann immer erkennen, was im Feld ist, ja. Das heißt, wenn es
wenn es nah genug ist, dann ist es im Feld, aber dann ist es 360 Grad. Es ist nicht linear. Es hat nichts mit dieser Verstandesplanung zu tun, die nur vom Verstand, nur vom Hirn ausgeht. Das ist die alte Welt. Und so funktioniert es nicht mehr, sondern es entfaltet sich und das hat etwas Ganzheitliches. Und was ich dann so kenne, ist, dass es passiert scheinbar alles gleichzeitig und dementsprechend hast du auch mehr das Gefühl, du brauchst eine Multitasking-Fähigkeit. Also so wie ihr werdet es sicher alles kennen, so wie ich ein Bild male oder so wie ich hier meine Hausarbeit mache oder so wie ich auch meine Videos mache. Das ist nicht linear, sondern also auch wenn ich hier im Haus was mache, dann mache ich zuerst hier und dann da und dann da. Und am Ende, gerade wenn du denkst, wird das jemals was, aber das denke ich natürlich nicht, weil ich weiß es ja schon, dann fühlt es sich alles. Und so ist auch bei meinen Bildern, ne? Ich mache da und da und da und dann, und es ist eine ganzheitliche, eine Einheit. Und so sind auch meine Videos, der Frank Köstler wurde ganz nervös, weil er gesagt hat, er hat normalerweise eine Stichpunktliste und die geht er dann durch, wenn er alleine was macht, weißt du? Und er hat gesagt, oh, soll ich jetzt mit dir Freestyle machen und gar nicht, ne, weil die Punkte nicht durchgehen. Und ich habe gesagt, ich bin deine Stichwortliste, beruhige dich. Und er war zwischendurch dann mal während dem Gespräch so, oh, ich habe keine Ahnung, führt das zu irgendwas? Und ich ganz ruhig, ich habe das Ding am Ende noch immer in die Garage gefahren. Aber es ist eben ganzheitlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Und so kann ich mir das nur vorstellen. Das heißt nicht, dass wir nicht, also ich bin nicht fürs Chaos, also nicht falsch verstehen. Klar werden wir, du wirst ein Programm haben und jeder wird wissen, wann er drankommt. Nur sollte aus irgendeinem Grund der eine sich irgendwie gerade den Haxen verstauchen, was ich natürlich keinem wünsche, nein, Scherz, oder jemand hat gerade einen Migräneanfall und will eine Stunde später, dann würden wir das auch hinkriegen. So meine ich jetzt, ne? Es ist dieses sich dem Leben anpassen. Ja, wie gesagt, das Leben ruft und wir antworten. Und das ist eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen dem Leben und uns. Das merke ich immer mehr. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Liebesbeziehung zum Leben. Und das Leben und ich, wir sind einfach so. Meine Tochter da, du weißt ja, die Helena in Chicago, die erzählt mir mittlerweile genau dasselbe. Der Vince übrigens auch. Also das, ja, dieses, das ist, dann ist das, als würde man einen Pas-de-deux tanzen. Ne? Das macht Spaß. Das ist extrem spannend. Weißt du bist ja jemand, du bekommst das Auto wieder in die Garage. Auf jeden Fall. Du bekommst immer die Kurve und du hast ein extremes Gespür für Timing, absolut. Und ich war heute, als der Dominik gegangen ist, habe ich gedacht, boah, bin ich froh, dass der was hat, was ich nicht habe. Der hat mir mit dieser Struktur, mit dieser Art und Weise zu denken, habe ich gedacht, boah, genau das ist das, was mir gefehlt hat. Und ich finde, weißt du, übrigens, am Eröffnungsabend, jedes Mal, wenn ich den Referenten sage, was mein Plan ist für den Freitagabend, sind alle total berührt und sind wirklich, also total ergriffen auch. Und ich habe gestern hat der Jean-Claude, den lernst du übrigens auch kennen, der organisiert hier in der Schweiz so ziemlich alles, was so diesen C-Wahnsinn betrifft. Und da hat er gesagt, Jana, sag doch auch noch was. Und ich so, ja gut. Und dann habe ich da ganz aus dem Stegreif erzählt, worum es geht. Und ich so ganz ruhig dann geworden nach der ersten. Und da haben, also wirklich, da haben vier oder fünf sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wow, du sprichst echt. Du kannst echt gut reden und ich finde, nein, ich sage einfach das, was für mich stimmt. Ich sage nur das, was für mich stimmt. Und es ist mir egal, ob ich mit einem Menschen spreche oder vor 1000 Menschen. Und mir hat jemand mal das schönste Kompliment gemacht bisher. Dieser Mensch hat zu mir gesagt, wenn ich mit dir rede, habe ich das Gefühl, der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein. Und das finde ich, für mich ist das 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 ist Allerwichtigste. lustig, lustig, weil das habe ich dem Domi auch schon gesagt, ne? Weil es ging ja, da geht es ja immer, ich meine, im alten System, oder nein, Scherz, es geht ja immer um diesen, ich nenne es immer despektierlich den USB-Stick, weil ich immer so lachen musste, wenn meine Kinder irgendwo, oder du weißt schon, der USB, also der Unique, ach Gott, ich kann es mir nicht merken, du weißt schon, das, was einen auszeichnet, Ja, was einen so. USB. Oh, ja, genau, das Gedöns halt, das Doofe. Das Gedöns. Genau, jetzt das Gedöns. Und der Dominik fragte mich, also, oder ich weiß gar nicht, wir waren auf jeden Fall im Gespräch und dann sagte ich, das ist etwas, das kann die Diana wie kein anderer. Genau wie du sagst, dieses Gefühl,
dem anderen vermitteln, dass er der wichtigste Mensch jetzt ist gerade. Und da kannst du mit, ob das der Armin Risi ist oder der Daniele Ganser, du kannst mit allen. Und dann habe ich zum Dominik gesagt, weißt du, Dominik, habe ich gesagt, das ist nicht meine Stärke, habe ich gesagt. Vielleicht aber auch, weil ich es gar nicht will, weil ich da, ich würde, vielleicht könnte ich es, aber ich will nicht mit all den. Dir macht das ja Spaß, ne? Du konferierst heute mit dem einen und morgen mit dem anderen und dabei tust du noch den anderen irgendwie noch mit ins Boot holen. Das ist eine Fähigkeit von dir und das ist wichtig. Das ist enorm wichtig. Aber was meinst du, dass du nicht kompatibel bist, oder Nein, was? nein, nein. Ich meinte damit, dass ich mag nicht. Also ich kann es. Ich kann irgendwie auf dem Ja. Parkett glänzen und VIP und PR und mit allen und so weiter. Ich kann es, aber ich will es nicht mehr. Verstehst du? Ich mag mich nur noch auf einen Menschen konzentrieren und dann auch nur, wenn ich sage, jetzt will ich das. Ich bin nicht mehr, ich gehe nicht mehr so, ja, da bin ich nicht mehr. Verstehst du? Und dass du diese Kraft hast und dass es dir auch noch Spaß macht, das finde ich toll, weil das braucht es, ne? Weil sonst könnte man so eine Veranstaltung gar nicht führen, wenn du nicht so gerne mit all den Menschen hier dich auf die einlässt. Das wäre mir zu viel. So viel, ich bin da reduzierter. Deswegen auch die Videos, da muss ich nicht mit allen gleichzeitig. Ich meine, ich habe kein Problem auf der Bühne, verstehe mich jetzt nicht falsch, für eine Stunde, aber ich könnte es nicht in meinem ganzen Leben. Ich brauch einfach den Rückzug und mit mir. Aber weißt du, weil du vorher die Struktur erwähnt hast, Diana, das ist ja interessant, weil die Struktur ist nicht dasselbe wie das hier, gell? Nein. Und ich sage ja immer, knapp daneben ist auch vorbei, weil die Struktur ist nämlich auch hier. Wenn wir uns eine Blüte anschauen oder ein Baum, eine Baumrinde oder eine Blüte, also wenn wir uns die Natur anschauen, ist die extrem strukturiert. Das heißt, es ist nicht das Chaos. Also das hier hat nichts mit Natur zu tun und das ist eine künstliche, es ist nur geht nur in eine Richtung, ne? Und ist zeitlich linear, ne? Und hier ist, dass es sich alles entfaltet und es hat dennoch Struktur, weil du von der Struktur geredet hast. Hey, das habe ich gestern gedacht, das muss ich der Kathi erzählen. Ich habe über jemanden einen extrem spannenden Kontakt zu einem Quantenmediziner. Und das Thema Das seiner. ist übrigens Entschuldigung, das ist das Stichwort, Kontakte. Ja, das ist das Stichwort, Diana. Ich könnte das nicht mehr, so wie früher, als ich noch Journalistin war oder Schauspielerin. So viele Kontakte würden mich komplett überfordern. Und das Echt? kannst du und das magst du auch. So, sorry, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das Wort Kontakt war es. Und da hat einer, also der ist Quantenmediziner, der hat übrigens bei Dr. Joe Dispenza, war Prof von ihm. Okay. Und der hat eine Doktorarbeit geschrieben, Borrelien, Reichsbürger, Banken und Pilze, Schimmelpilze. Okay, hört sich gut an, okay. Und wie er das, wie die Struktur da ist und wie diese Beeinflussung ist, hey, das ist echt spannend. Und er hat gesagt, hey, es freut ihn so sehr, weil das 10 Jahre jetzt diese Doktorarbeit irgendwo liegt. Die hat nie jemand außer dem Doktorvater hat das gelesen. Das sei jetzt sein Ansporn, da eine PowerPoint-Präsentation dazu zu machen, weil das mit dem System extrem viel zusammenhängt, wo wir jetzt drin sind. Der Absolut, Schimmel. das kann ich mir, nur vom Titel her kann ich mir das schon vorstellen, Habe Diana. ich genau gewusst, dass dir das gefällt. Weil wir haben, ach, ich muss immer die anderen, ich habe darüber mit dem Frank Köstler geredet, Michael weiß ich nicht, aber mit dem Frank Köstler habe ich geredet, weil da habe ich noch gesagt, dass das nicht viele haben, diese Fähigkeit, dass du, also wenn wir jetzt das hier anschauen, ne, und wir würden hier ein Muster, also ein Muster könnte so ausschauen, ne, oder also das könnte ein Muster sein. Und ein anderes Muster schaut anders aus. Aber diese Fähigkeit, ein Muster zu erkennen, was hat das mit dem zu tun und wie lässt sich daraus ein Muster herausfiltern, eine Matrix. Das ist übrigens die Szene, kennst du die Szene von Beautiful Mind, von diesem Mathematiker mit Russell Crowe? Du schaust nicht viele Filme, aber ich erzähle, habe von der Szene manchmal erzählt, er kommt in einen Raum rein und da sind lauter Zahlen auf der Tafel. Und es schaut aus wie das totale Chaos. Und er hat diese Fähigkeit, dass er in seinem Kopf
alles ausblendet, also im Bewusstsein mit seinem Mind, alles ausblendet, was nicht wichtig ist, diese Zahlen, und wir sehen die Tafel mit seinen Augen. Mhm. Und die Zahlen, die nicht wichtig sind, verblassen, und die, die wichtig sind, kommen heraus, und er hat es auf einmal, die Struktur. Mhm. Und das ist etwas, ich denke, dass ich schon auch diese Fähigkeit habe, absolut, dass ich erkenne, wo wird etwas als Ablenkung hineingestreut, ja, wo wird ein Sand in die Augen gestreut, wo wird dann was aufgeblasen oder was reduziert oder was wird verborgen und was ist die Gemeinsamkeit? Das ist was enorm Spannendes. Strukturen erkennen, ja. Aber genau. Du sagst da wieder etwas unglaublich Wichtiges, und das möchte ich euch allen wirklich heute als ganz, ganz wichtige Mitteilung mitgeben. Vertraut bitte, vertraut auf diese Fähigkeit, weil ich habe gestern Abend wieder in diesem Gespräch gemerkt, wenn wir uns einlassen, wenn wir uns wohlgesonnen sind, wenn wir eine ähnliche Intention haben, eben eine Veränderung herbeizuführen, hier weg aus der Gesellschaft, rein in die Gemeinschaft, dann hat jeder von uns hat eine Fähigkeit, wo ich sagen muss, ich könnte das nicht, ich weiß es, ich habe meine Stärken, ich muss aber nicht alles können, das will ich gar nicht. Aber weißt du, das ist das, was ich meine, dieses Puzzle. Jeder ist das perfekte Puzzlestück, und ist, egal, ob die Welt jetzt ein Dreieck, ein Schweizer Käse ist oder was auch immer, jedes einzelne Puzzlestück passt perfekt da rein. Also sich damit zu beschäftigen, was ist eben diese Fähigkeit, die ich habe, sich darauf zu konzentrieren, das bringt uns weiter. Und übrigens, ich habe dir gesagt, ich habe da eben drei kennengelernt, aber zwei davon sind wirklich unglaublich spannend. Und der eine hat dieses Thema, wie geht er damit um, eben von der Person zum Mensch. Und der hat so etwas Wichtiges gesagt, das hat sehr, sehr viel mehr mit der Haltung, mit der Souveränität zu tun. Da bist du mir natürlich sofort wieder in den Sinn gekommen. Und der hat da in den krassesten Situationen, hat der das so bravourös gemacht, und es gibt einen Kodex für Menschen, und das will ich mit ihm besprechen, weil er hat sich immer auch dagegen gewehrt, gegen die Maßnahmen da mit der, oder gegen die chinesische Mikrobe. Aber dieser Schritt von der Person zum Mensch hat mit einem, sage ich mal, Kodex zu tun, der uns Menschen eigen ist. Und das hat ganz fest damit zu tun, dass wir uns endlich anfangen, diesen USP oder was auch immer, da geht es ja nicht ums Verkaufen, aber dieser USP bei sich herauszufinden. Und Katja, das ist so wichtig, das ist das Allerwichtigste, weil wir dann endlich diese Kraft haben. Und ja, das kann sehr eigen sein. Ich nenne es natürlich immer, ich mag ja solche despektierlichen Begriffe. USB zu nennen, ist natürlich sehr provokant. Aber einfach, du nennst es das Geschenk, das ist natürlich viel schöner. Aber wirklich die Frage, ne, was macht jemand für einen USB? Ja, Unique Selling Point. Point? Ist das Point? Echt? Oder? Okay, es geht irgendwie um das, was einzig ist, was dich von allen anderen unterscheidet, wo deine Fähigkeit, natürlich ist das ursprünglich ein Begriff, der im Marketing verwendet wird, um zu sagen, was macht dich... Deine Einzigartigkeit, die du verkaufst, aber... Ja. Genau, wir reden hier nicht vom Verkauf. Nein, nein. Nein, sondern wir... Unique Price. Selling Price? Wirklich? Nein, Price. Nein, das kann nicht sein. Nein. Price nicht. Nein, nein. Unique Selling... Oh Gott. Unique Selling... Potential oder irgendwas. Nein, also, das ist irgendwas anderes. Proposition? Nein, glaube ich auch nicht. Egal. Nein. Ich meine, das Wort Selling ist schon drin, von daher wissen wir schon, es geht um Marketing. Also insofern ist das natürlich jetzt wieder ein blöder Scherz. Es war ein blöder Scherz von der Turner, nehmt es bitte nicht so genau. Ich wollte damit auch nur sagen, dass jeder von uns genau das hat, was er braucht, um in diesem Leben den Unterschied zu machen und sich darauf verlassen, wie du ja ganz richtig sagst. Ich habe es ja auch mal in einem meiner Videos jetzt genannt, dass nur du dein Schwert, du bist der König Artus, der dein Schwert aus dem Rambock da raus, aus dem Bock da rausziehen kann, ne? Aus dem, ist das ist Stein, gell, wo der drin ist. Unique Selling Point, genau wie ich gesagt habe. Naja, wie auch immer. Du weißt, was ich noch sagen wollte? Wenn der Charakter steckt, weil ich meine, wir haben ja das Ganze hier begonnen, ja, Alleinstellungsmerkmal, das ist sehr viel besser. Genau, stimmt, genau, ja,
Genau. Wir haben ja das Ganze hier begonnen da, mit der Frage, warum hakt es manchmal oder warum will etwas nicht gelingen, was ja auch schon wieder eine Wertung ist. Also, aber warum, ich meine jetzt mal banal, mein Sohn, der Vincent, ne, der jetzt auszieht aus seiner Wohnung und sein ganzes Hab und Gut in einem Storage unterbringt und irgendwie jetzt erst einmal in irgendeiner, also über Provisorium ist, weil er noch keine Wohnung hat. So. Wo ich zu ihm sage, und das hat jetzt ein bisschen weniger Dramatik als dein Kurerlebnis, aber die Parallele ist, dass ich immer, also bei ihm kann ich es besser jetzt verdeutlichen, weil ich zu ihm gesagt habe, okay, wenn die Wohnung noch nicht da ist, ja, dann kannst du dich natürlich fragen, okay, ist das Projekt an sich richtig, ne? Ist das, mit wem ich in die Wohnung gehen will, richtig, ne? Sind alle Komponenten schon da oder fehlt noch etwas? Fehlt noch etwas an Information? Ist etwas noch nicht der rechte Zeitpunkt? Der rechte Zeitpunkt ist immer die Frage. Das heißt, dann sind wir beim Timing. Und ich vermute ja, bei ihm ist das Timing noch nicht. Er braucht noch Zeit. Deswegen wird er jetzt in einem Provisorium sein und dann, das ist der nächste Schritt. Und dann ergibt sich daraus der übernächste Schritt. Und dann wird sich zeigen, wird er jemals mit dem er da in die Wohnung ziehen will, eine Wohnung finden und mit dem einziehen oder nicht. Und das erinnert mich ein bisschen an die Kurgeschichte, verstehst du? Die Frage, was fehlt noch, ne? Vielleicht auch nur ein Prozess, den man selber noch durchgeht. Vielleicht ist es ja auch ein Geschenk für dich, dass du da noch etwas hast lösen können. Eine alte Anforderung an dich selber, dass es ganz riesig sein muss und das ist das Beste und das, keine Ahnung, irgendwie vielleicht so etwas. Ne? Ich meine, du bist ja mit lauter Brüdern aufgewachsen, die alle irgendwie, keine Ahnung, irgendwie der Welt den Haxen ausreißen. Und ich denke, jetzt kannst du es auf deine Art machen, ne? Weil die Erwartungshaltung ist jetzt eh schon runter. Die ist schon runtergerissen. Und ich merke immer, wenn die Erwartungshaltung, wenn alles runtergerissen ist, dann ist man frei. Dann ist man frei, dann kann man gestalten. Weil dann keine Erwartung. Ich bin ja so ein Fan von dem Wort Erwartungsmanagement, ne? Das liebe ich. In Frankreich, ich habe es dir ein paar Mal gesagt, ich liebe dein Erwartungsmanagement. Genau. Ja, weil ich meine, das ist so. Weil wenn wir uns immer, wir haben oft so Vorstellungen, ne? Und dann haben wir eine Idee fix. Und wenn es dann nicht ist, dann sind wir ganz enttäuscht. Und in dem Moment, wo erst einmal alles runtergeht, wo es uns den Christbaum komplett runter, ja, dann hast du nichts mehr zu verlieren. Und ab dem Moment kannst du wirklich anfangen zu gestalten. Und dann wird es ganz individuell sein. Ne? Klein und fein. Ja, das ist wirklich, das ist klein und fein und auch eben, es gibt ja jetzt wie zwei Dinge, die mir extrem wichtig sind. Weißt du, du hast mir an diesem Dienstag da in diesem Gespräch, ich war total down, wirklich, und ich kann von mir sagen, das habe ich sehr, sehr, sehr selten. Ich habe dich nicht erlebt als down. Also du hast dich aber schnell wieder gefangen. Ich glaube, das ist eine deiner großen Stärken. Da erinnerst du mich übrigens an meine Mutter. Ich muss so Das lachen. hast du gesagt, Ja, du bist echt sehr ähnlich wie meine Mutter und ich werde ja auch immer ähnlicher wie meine Mutter. Also irgendwann einmal werden wir uns vielleicht ähneln. Scherz, aber meine Mutter hat die ist wie so der Fels in der Brandung und die kann nichts erschüttern. Ich meine, leider, sie ist ja jetzt schon da oben, aber ich bin ja. sicher, die hat da oben immer noch diese unglaubliche Stabilität. Und so ein in sich ruhen, ja, ich nenne es ja immer die Muttercourage. Und ich muss lachen, weil ich werde auch immer mehr zur Muttercourage. Also ich werde meiner Mutter immer ähnlicher. Und ich sehe aber auch meine Mutter in dir. Also diese Fähigkeit, dieses wirklich vollkommen in sich ruhen. Es bringt sie nichts aus der Fassung. Ich habe dich auch nicht außer dir erlebt, Diana. Aber was Eben. würdest du sagen? Du warst gerade mitten im Also Erzählen. ich war völlig, ich habe das Gefühl gehabt, ich war echt völlig außer mir. Ich habe gedacht, ja, also so muss es sich wahrscheinlich anfühlen, wenn man kurz vor einem Nervenzusammenbruch ist. Dann habe ich dich ja angerufen, gell? Und danach war so ein Moment, wo ich gedacht habe, aha, das war jetzt der springende, also das war jetzt der springende Punkt, das war jetzt wieder der Satz. Weißt du, das ist ja das absolut Schönste. Ich sage es ja immer. Ich meine, wir sind zusammen durch Zeiten durchgegangen, wo ich gewusst habe, das kann ich nur der Katja erzählen. Sonst, wenn ich das irgendjemand anderem erzähle, dann liefern die mich ein und dann ist fertig und dann bin ich sowieso. Aber es gibt so Dinge, ich habe gewusst, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann rufe ich die Katja an und sie versteht es.
Habe ich übrigens den Dominik auch gesagt, wir haben so oft Dinge parallel erlebt, wo ich einfach gewusst habe, okay, wenn es wirklich arg ist, dann kann ich es der Katja sagen. Und weißt du, wie gut das tut, jemanden zu haben? Und das ist das, was mir so weh gemacht hat, all die Zeit zu wissen, es sind eben nicht alle so privilegiert und diesen Menschen auch das zu ermöglichen, das war wirklich der Grund für Chur und für die Größe und alles. Das ist meine Intention, weil ich einfach nicht will, oder eben wie ich das auch gestern da an der an diesem kurzfristigen Gespr oder an dieser Präsentation da sagen, gesagt habe. Ich habe damals in Berlin die Abschlussrede gehalten und ich habe gesagt, ich weiß, dass jeder Mensch ein Geschenk hat. Dieses Geschenk ist eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive. Und ich will wissen, wie die Welt aussieht, wenn jeder dieses Geschenk lebt. Punkt. Und ja, jetzt wirklich so, um das Auto wieder in die Garage zu bekommen. Vielleicht ist das Gespräch einfach auch dazu da, um dir, Katja, mal wirklich zu sagen, boah, es ist unglaublich schön zu wissen, dass auch wenn die Welt draußen komplex und irre ist, jemanden zu haben wie dich. Oh, Dia. Oh, ja, also ja, das geht mir wirklich genauso. Also, und das müssen nicht viele sein. Da reicht eine. Und ich meine, es ist natürlich auch der Grund, Diana, warum ich bei mir die Kommentare offen lasse und warum ich auch meine E-Mail-Adresse offen lasse, weil ich bin zwar nicht mehr für Einzelsitzungen zu haben oder so, aber alleine schon, dass man etwas austauschen kann oder etwas hinschreiben kann, das ist in diesen Tagen wichtig, dass irgendwie das Gefühl haben, man kann in irgendeiner Weise in einem gemeinsamen Feld sein und da partizipieren. Und das ist ja das, was du jetzt da anbietest, ob jetzt in Kur oder ob dann on Tour, oh, das reimt sich sogar. Streaming und so weiter. Aber auf jeden Fall entsteht etwas und ich glaube, es wird ein bisschen, das Wort Schneeball kann man schon gar nicht mehr benutzen, weil dann denkt jeder an Schneeballsystem. Ach Gott, oh Gott, was haben sie uns nicht alles gekapert und mies gemacht? Aber ich meine, der Schneeball ist ja so, ne? Gut, ich will jetzt nicht davon reden, dass du eine Lawine startest, obwohl es wäre auch witzig. Nein, Scherz, okay. Also, aber so ein Schneeball, der fängt ja auch klein an und wird immer größer. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas, dass da. Vielleicht ist ja das auch der Sinn der ganzen Geschichte, warum das jetzt so gestoppt wurde, sodass wir nochmal reflektieren können, Moment, und nochmal überprüfen. Jungfrau-Prinzip, du bist ja Jungfrau, im Jungfrau-Prinzip nochmal überprüfen, was ist wirklich Arche Noah, was ist archetypisch, was muss drin bleiben und was ist eher so Titanic und zu viel Ballast und was ist so wie der, du weißt schon, wie der Christbaum, ne, mit zu viel Gedöns und Ding, was. Lametta. Ja, genau, die Zelte sind jetzt weg, ne? Wir sind jetzt auch nicht bei so einem Riesenbudget, was mich ehrlich gesagt, ich finde das besser. Also du bist jetzt flexibler, ne? Du, es ist nicht all in, Nein. viel in, aber da bleibt Luft. Von daher ist das flexibler und wandelbarer und man kann sich schneller anpassen und das entspricht viel mehr jetzt dem Zeitgeist. Absolut, absolut. Sehe ich auch so. Genau. Es wird trotzdem noch groß genug, glaub mir, meine Liebe. Aber ich glaube, und das ist wirklich beschissen, warum fällt uns als einziges Wort nachhaltig ein? Ich glaube, es wird nachhaltig sein. Das wollte ich noch sagen, genau, dass ich spüre, dass da vielleicht ein, es ist etwas, was ich im Feld spüre, okay? Dass da ein Samen gelegt wird und der Samen wird sich entfalten. Er wird nicht linear hier, ne? Er wird sich entfalten. Und vielleicht werden dann auch mehrere sogar parallel stattfinden. Also vielleicht bist du nicht mehr die Einzige, die das dann tragen muss, sondern vielleicht ist es wie der Samen auch verbreitet, sodass es dann überall stattfinden kann. Und Genau. das ist übrigens, weißt du, eben, es gibt ja viele Worte, haben sie uns irgendwie genommen oder irgendwie mit etwas Komischem belegt, aber das Wort Nachhaltigkeit, Sustainability, das wurde ja kreiert an der ETH in Zürich, also an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule. Und das ging um Forstwirtschaft. Also das heißt, wenn man so einen Wald aufforstet, da geht es ja um Nachhaltigkeit. Und da hat es ja wieder mit dem Samen zu tun, den man setzt.
Genau, und der braucht seine Zeit und da kannst du nicht am Grashalm zupfen oder ihn irgendwie beschleunigen oder irgendwas Künstliches reintun, damit es aufgeblustert ist und schneller geht. Ich denke, Diana, indem es jetzt so abgespeckt ist und das Lametta so runter ist, glaube Es wird ganz viel Lametta geben im Fall, glaub mir. ja, genau, stetig, ja, genau, es hat schon stetig. Ich glaube, dass es dadurch auch möglich ist, dass jeder Referent noch mehr bei sich ist, dass er nicht so ein riesiges Erwartungsmanagement hat, sondern wieder mehr bei sich sein kann. Also, das glaube ich, das wird helfen. Irgendjemand hat geschrieben, wir müssen ganz fest manifestieren. Dazu empfehle ich mein heutiges Gespräch mit Michael, weil es ist ein Widerspruch. Erstens mal, wir müssen. Ist schon mal Druck. Wir müssen ganz fest, ist noch mehr Druck. Und mit dem Manifestieren, das ist ein bisschen wie die Karotte in der Zukunft, aber dazu empfehle ich wirklich mein heutiges Gespräch. Ich mache jetzt einfach Werbung hier, hahaha. Scherz, wir haben Unbedingt, also über die die Zeitlinien, also ich habe ja na, über die Zeit und warum das nicht funktioniert, dieses sich jetzt irgendwie in irgendwas hinbeamen und dann ganz fest, ich weiß, das ist dieses, die Jesus-Szene manifestiert immer und stell dir vor, es wäre schon so und in fünf, keine Ahnung, immer in der Zukunft, wie so die Karotte, der da hinten nachdackelt, das klappt nicht, vor allem nicht in Tagen wie dieser. Und warum, da könnt ihr dann in der heutigen Sendung mit Michael euch das anhören, weil da haben wir das genau, da haben wir das genau bearbeitet, warum das nicht funktioniert. Ja. Sondern es geht immer nur darum, ganz im Hier und Jetzt. Und waren wir jetzt? In dieser Sendung waren wir ganz im Hier und Jetzt. Sind jetzt immer noch im Hier und Jetzt. Und nur vom Nullpunkt, von dem, wo wir jetzt sind, ausbreiten. Ja, genau. Und das ist eben auch noch abschließend etwas Geniales, was der Dominik gesagt hat. Wir haben das erste Datum, also den ersten Termin wissen wir. Wir wissen, ja, die erste Stadt und wir wissen das erste Thema und den Rest lassen wir. Also es haben sich ja wirklich einige Referenten jetzt haben gesagt, das ist so cool, ich bin dabei. Aber wir wollen auch aus dem Moment heraus. Wer ist Dominik? Ja, das ist ein wirklich toller, absolut gut aussehender junger Mann. Sehr intelligent, sehr smart. Und wirklich so ein Also das ist mein Ältester. Sieht man mal? Ja, aber er sieht anders aus jetzt. Ja, natürlich, genau. Aber das ist mein Ältester. Und weil er mit, du hast mich gefragt, ob ich jemanden wüsste, der eben für die Nachhaltigkeit hier Social Media und dann habe ich gesagt, naja, mein ältester Sohn, der ist selbstständig und der macht das. Und so seid ihr jetzt zueinander gekommen und ja, ich. Ja. Es war ein absoluter Glücksfall und ja. Was ich besonders schön finde, ist, ich habe ja einen sehr, sehr engen, also ich habe mit allen eine wunderbare Beziehung, aber er war jetzt der bis jetzt am wenigsten in meiner Welt so direkt drin war, ja. Also mit Helena und Vincent ist das immer enger gewesen. Und von daher finde ich das jetzt einfach schön auf die Art. Ich meine, er war schon davor, Eckhart Tolle, er hat also Eckhart Tolle, den er hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum mit dem Verlag promotet. Also da ist er schon in meine Welt sozusagen mehr hineingekommen und jetzt durch dich, das freut mich total, das wird uns auch näher bringen. Also von daher, Diana, Ich danke dir, es ist. und mein Jüngster ist ja auch immer noch eingeplant, oder weißt du das, oder hat sich Ja, der Dominik hat es dem Vince gesagt, was Phase ist. eine wirklich Familientreffen. Ich habe ja einfach nur die Diana gebeten, dass sie so ein Event macht, damit sie endlich unsere Familie promoten kann. Das wollte ich vorher nicht sagen. Also wir nennen es das Turnerfest eigentlich. Jetzt hast du uns aber verraten. Jetzt ist es raus, genau. Jetzt ist es raus. Oh je, oh je, oh je. Ja, also Diana, Hey, also, danke dir. irgendwie in die Garage gebracht, oder? Das Ich Leben würde auch sagen, ruft. hey. Der Berry ruft, bei dir hinten ruft der Berg. Der Berry ruft. Der Berger, ja. Der Luis Trenke immer gesagt, gell? Ja. Und wir kommen alle nach Chur, wenn der Berg ruft. Ja, wirklich. Ach, das war wieder mal total schön mit dir. Andi. Vielen, vielen Dank. Sehr entspannt. Wir haben heute ein unglaublich entspanntes Gespräch geführt, gell? So ganz intim und ach Gott, intim. Gott sei Dank bist du eine Frau, oder? Ich meine, sonst wäre ich jetzt schon wieder auf dem Fliegenfänger. Ah, du hast ja den Mark.
Ich habe viele Männer als Gesprächspartner. Ein Glück. Genau. Genau, der Klüngel. Aus. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe keine Ahnung, wer heute alle da war. Wir wissen nicht, wie viele und wer und wo wer gehen und so weiter. Aber Jetzt sind meine Männer da, mit denen ich essen gehe. wunderbar. Diana, es hat mich gefreut. Es war mir ein Fest mit dir und mit euch übrigens auch. Mir Tschüssi. auch. Also, schönen Ciao zusammen. Abend.